war für euch der Reiz, bei dieser Geschichte mitzumachen? Ich wollte Mama spielen. Einmal, das erste Mal. Die das Mutter. Zum ersten Mal Mama gespielt. Ja, das allererste. Du bist ja auch noch so jung, na klar. Ja. Ja. Und auch in einem Kinderfilm mitzuspielen, das habe ich vorher auch noch nicht gemacht. Und das finde ich ist ja so ein eigenes Genre. Und das wollte ich total gerne mal machen. Und ja, das war der Grund. Ja, ich auch. Also Kinderfilm war es auch, war der erste jetzt für mich. Und hat mich auch schon immer gereizt tatsächlich. Und dann auch mit dem tollen Cast natürlich und unter der Regie. Und ja. Wie bereitet man sich dann auf eine Elternrolle vor? Gute Frage. Ja, ich glaube, das ist jetzt kein großartiger Unterschied zu den anderen Rollen, die man so spielt. Also ich habe jetzt nicht extra, ich habe jetzt nicht extra mir 4 Wochen ein Kind ausgeliehen, aber man beobachtet natürlich vielleicht öfter mal Väter in der Vorbereitung oder so, aber also die Herangehensweise ist jetzt nicht großartig anders als für jeden anderen Film auch, außer dass man sich vielleicht so ein bisschen über das Genre bewusst ist, was man da auch bedient. Also ein Kinderfilm ist dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal ein bisschen überhöht, aber ansonsten ist es eigentlich, finde ich, jetzt nicht unterschiedlich zu anderen Rollen. Ja, ich habe da auch irgendwie nicht so einen Trick, den ich irgendwie immer anwende. Es ist bei jedem Film eigentlich eine andere Vorbereitung. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, ich habe tatsächlich viele Kinderfilme vorher geguckt, um mir irgendwie mal so eine Tonalität von den Kinderfilmen und so die Atmosphären und so zu eignen. Mhm. Und was mir aber total geholfen hat, war irgendwie einfach mit Malu Zeit zu verbringen vorher. Also einfach mit ihr auf so eine Ebene zu bekommen, dass man das Gefühl hat, man kennt sich einfach, man ist sich vertraut. Und dann hatte ich auch Lust dazu, mich irgendwie so da reinzuschmeißen, weil ich glaube, mit Kindern ist es eher alles immer ein bisschen unberechenbarer. Auch beim Drehen, das ist nicht so zu planen alles und dann sich da einfach so reinfallen zu lassen. So. Was könnt ihr denn von den Kindern noch lernen am Set? Im Moment sein, finde ich total. Kinder sind halt immer so im Moment. Also mit ihr haben wir ganz viel vorher rumgealbert, bevor wir in eine Szene reingegangen sind. Es war nicht so, es ist einfach nicht so verkopft. Und die sind halt da und gucken dich an. Es ist tatsächlich Spielen im besten Sinne, weil man irgendwie einfach nur da ist und sich anschaut und pur ist und nicht irgendwie sich so große Gedanken macht. Ja, oder auch so. Ich meine, auch jetzt nicht nur bei den Dreharbeiten. Ich finde, man kann sich von Kindern immer irgendwie super viel abgucken. Ne? Dass halt Kinder so herrlich ehrlich und unreflektiert sind. Die hauen dann halt einfach Sachen raus, wo wir halt schon irgendwie 8-mal drüber nachdenken, ob man das jetzt so sagt oder wie man sagt oder viel zu diplomatisch sind. Mhm. Was natürlich auch an der einen oder anderen Stelle vielleicht mal ganz vernünftig ist. So, aber trotzdem ist das immer toll zu beobachten, wie naiv im positiven Sinne Kinder sind und ehrlich dadurch. Das ist ja, und überraschend. Man hat einfach immer mal wieder Sachen, die man nicht erwartet hat. Ja. Reaktionen oder so. Hattet ihr zwei eine harmonische Filmehe? Eine harmonische? Eine harmonische Filmehe? Harmonisch vielleicht auch. Ja, würde ich schon sagen. Total. Ja, total. Das ist wirklich eine Bilderbuch-Ehe eigentlich. Na, wir haben ja schon ein paar Mal zusammenarbeiten dürfen und eigentlich haben wir es erst jetzt wirklich bis zur Ehe geschafft. In unserem ersten Film habe ich dir den Heiratsantrag habe ich Nein gesagt. Absolut. Beim zweiten Film kam der Film nicht zustande, deswegen konnten wir da nicht heiraten, hatten aber dieses Shooting mit dem, und jetzt durften wir endlich mal verheiratet sein. Fällt mir jetzt gerade tatsächlich auf. Das stimmt. Ja. Und dann doch relativ harmonisch. Ja, und auch, genau, harmonisch auch. Ja. Und auch harmonisch. Ja, doch, auf jeden Fall. Liebt Malu natürlich Tiere. Wie ist denn eure Beziehung zu Tieren? Ich hasse alle Tiere. Quatsch. Nein, also Tiere, ja. Ich finde Tiere super. Ich habe zu manchen Tieren nicht so einen Bezug. Ich glaube, das ist auch normal. Das geht ja mit Menschen einem genauso. Ich bin eher so der Hundetyp, wenn es um die Frage Hund oder Katze geht. Katze. Das war so klar. Ja, das war klar. ansonsten bin ich jetzt nicht so ein Kleingeziefer, ist das ein Wort? Ungeziefer. Ja, aber Kleintier. Ich wollte das kombinieren, ein Kleingeziefer. Das habe ich jetzt einfach mal so erfunden, das lasse ich jetzt auch so stehen. Ein Kleingeziefer. Tier-Fan. So alles, was so spinnenartig und so Kakerlaken und sowas, finde ich schwierig auch so. Also
Und bei Pferden habe ich auch irgendwie so nie so den Bezug gefunden. Das merken die auch, dass ich schüchtern oder vorsichtig bin. Deswegen haben die auch Angst vor mir und deswegen entsteht da keine tiefere Beziehung, glaube ich. Und ansonsten, ich hätte gern irgendwie auch ein Haustier, aber irgendwie habe ich mir so, denke ich mir mal, dass das der Beruf nicht, dass ich das nicht stemmen kann. Wenn man Tiere wirklich liebt, dann glaube ich, schafft man sich in dem Beruf keinen Hund an. Aber eine Katze könnte man. Ja, ich stehe total auf Katzen. Das war also schon immer. Ich bin wahrscheinlich, weil ich damit groß geworden bin. Wir hatten immer Katzen zu Hause und ich mag das, dass man denen nicht sagen kann, was man will. Ja, das hasse ich. Ich liebe das halt, dass die so krass ihren eigenen Kopf haben. Ja, geht gar nicht. Ja, also wir sind uns immer einig. Wenn ihr jetzt die Möglichkeit hättet, mit irgendeinem Tier zu sprechen, was würdet ihr dem sagen? Und welches Tier wäre es überhaupt? Moment mal, nicht, dass ich die Frage wieder falsch verstehe. Was würde ich dem sagen oder was würde ich das fragen? Also sagen, boah. Da gibt es so viele Tiere. Ich meine, also ich glaube, es gibt, also ich würde jedem Tier eine unterschiedliche Frage stellen und ich würde, Es wäre ja irgendwie interessant zu wissen, wie eigentlich alle Tiere uns so wahrnehmen. Also, den Dialog würde ich gerne mal führen. Mit egal welchem Tier. Ja. Und welche Botschaft ist das Herz dieser Geschichte für euch? Anders sein dürfen als die anderen. Okay. Würde ich sagen. Ja. Ja. Und was können denn die Kinder mitnehmen? Eben das Anderssein? Ja, dass sich nicht also dass man als Kind, glaube ich, so diesen darin bestärkt wird, sich nicht so viel zu vergleichen und besonders sein zu dürfen. Und wir haben ja eine ganz bunte Gesellschaft. Ja. Und dass da drin irgendwie alles erlaubt ist. Und also, ne, dass man irgendwie eben anders sein darf als die anderen und dass das was Besonderes ist und gut so. Also gerade was den eigenen Typ betrifft, das wird einem ja heutzutage über die ganzen Social-Media-Kanäle, irgendwie über die Medien, wird einem im Kind ja auch schon aufoktroyiert, was oder wie es zu sein hat, ne, und wie es auszusehen hat vor allem. Und dann werden da so vermeintliche Werte vermittelt. Und wenn dann ein Kind einfach sagt, ich bin so, wie ich bin und ich das ist auch gut so und ich muss mich da nicht verbiegen und verstellen, dann ist das, glaube ich, schon eine ganz gute Botschaft.